Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FroschTV. Heute haben wir ein ganz besonderes Deutsch-Spezialvideo. Und zwar werden wir uns mit den vier gängigsten Abi-Lektüren beschäftigen. Die da wären Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe, Maria Stuart von Friedrich Schiller, Wojciech von Georg Büchner sowie Effi Briest von Theodor Fontane. Ihr werdet sicherlich mindestens eine dieser vier Lektüren im Deutschunterricht in der Oberstufe behandeln. Beginnen wir mit dem ersten Teil, und zwar Wojciech von Georg Büchner. Die Epoche ist der Vormärz. Bei der Gattung kann man von einem sozialen Drama sprechen, welches auf historisch belegtem Eifersuchtsmord beruht. Und es ist ein Dramenfragment. Was ist nun der Unterschied zwischen Büchners sozialem Drama und dem klassischen Drama? Hier eine kleine Tabelle. Im klassischen Drama steht das Ausklammern der gesellschaftlichen Realität im Vordergrund, wohingegen im Sozialdrama von Büchner die gesellschaftliche Realität als beherrschendes Thema gilt. Im klassischen die Freiheit des Willens, im Sozialen die Determiniertheit. Im klassischen geschichtsphilosophische Entwürfe, wohingegen im Büchner Sozialdrama der Geschichtsfatalismus wichtig ist. Im klassischen eine humanistisch-idealistische Perspektive, und im Sozialen eine materialistisch-pessimistische Perspektive. Und zuletzt ein harmonisches Zusammenspiel aller Teile des Dramas im Klassischen und im Sozialen von Büchner eine lose Szenenfolge. Machen wir weiter mit der Personenkonstellation. Hier ein knapper und kurzer Überblick. Franz Wojciech, die Hauptfigur, ein armer, ungebildeter Soldat. Er gehört eher zu der unteren Gesellschaftsschicht, und er muss hart arbeiten, um seine Familie zu versorgen. Marie Zickwolf ist die Partnerin von Wojciech. Sie hat eine Affäre mit dem Tambourmajor. Den Tambourmajor, den Hauptmann und den Doktor habe ich zusammengefasst, da sie flache, eindimensionale Charaktere sind und nur für einzelne Schichten stehen. Kommen wir nun genauer zu der Figur Wojciech und dessen Identität. Zunächst beginnen wir mit der sozialen Identität und dessen Ausprägungen. Wojciech ist der Unterschicht angehörig. Er ist dem Hauptmann und dem Doktor unterlegen und wird von Marie verlassen wegen dem Tambourmajor. Seine persönliche Identität zeigt sich durch Unterwürfigkeit, ein fatalistisches Weltbild, er lebt nur für seine Familie und er hat dazu noch ein labiles Selbstwertgefühl. Und nun zum Wichtigsten, und zwar der Identitätsdiffusion. Die entsteht durch den Verlust von Marie, dadurch geht das Selbstwertgefühl völlig verloren. Hierbei entsteht eine beschädigte negative Identität, entschuldige hier für den Fehler, und das führt zu einer seelischen Störung. Und nun zur Interpretation, und zwar der Bedeutung der Sprache. Ein Abbilden von Ausbildung, Beruf bzw. der Schichtenzugehörigkeit, der regionalen Verwurzelung oder seelischen Zustände. Außerdem benutzt Büchner bewusst eingebaute Satzbrüche, Ellipsen und Interjektionen. Dies symbolisiert eine Umgangssprache und sorgt für Authentizität und Spannung. Die Menschen reden in Büchners Werk aneinander vorbei. Dies symbolisiert die Einsamkeit Wojciechs und eine zerbrechende Beziehung. Außerdem benutzt er verschiedene Sprachebenen. Dies soll den gesellschaftlichen Rang des Sprechers andeuten. Nun eine kleine Übersicht zur Sprache, zum einen von Doktor und Hauptmann. Die Sprache ist grammatikalisch korrekter, aber jedoch hohle Phrase und vage, unpräzise Formulierungen. Wojciech und Maries Sprache dagegen ist dialektgefärbt und fehlerhaft. Ihr seht also, durch die Sprache grenzt Büchner seine Figuren deutlich ab. Machen wir weiter Büchners Stil bzw. der Bezug zur Epoche. Er verarbeitet politisches Bewusstsein. Außerdem steht die gesellschaftliche Realität im Vordergrund. Ein anderes Menschenbild, geprägt von einer Triebnatur und Fremdbestimmung, wird verarbeitet. Das Ziel? Kritik an einem bestehenden Gesellschaftssystem. Und hiermit ist vor allem das Gefälle der Oberschicht zu der Unterschicht gemeint. Wojciech ist der Gesellschaft ausgeliefert. Die Gesellschaft fungiert hier als Unterdrückungsapparat. Dies führt zu einer Unterjochung und anschließenden Deformierung Wojciechs.
Die Botschaft Büchners ist, dass Armut die Menschen zum Unfreien macht. Die Arbeit gilt hier als fremdbestimmte Lohnarbeit. Es herrscht Stress und Überlastung. Vielen Dank fürs Zusehen. Die weiteren Teile folgen. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns gerne auf unserem Blog schreiben oder besucht uns doch einfach auf Facebook.